Hello, people. Willkommen zurück zu Let's Play Strange Mission. Zuerst gehen wir mal kurz in Todds Haus. Was machst du immer noch hier? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich allein lassen sollst? Was willst du von mir? Ein Geheimnis oder so? Okay, dann. Es gibt eine versteckte Tür in einem Fragezeichenblock nahe dem grauen Pfeilschild in dem Wald der Türen. Okay, das heißt, das ist ein Hinweis auf Secret Exit. Wir müssen da irgendwie gucken, dass wir das finden. Okay. Und durch die Tür kann ich ja eigentlich nicht, wenn ich was trage. Okay, irgendwo ein graues Pfeilschild habe ich jetzt jedenfalls behalten. Dass da irgendwo ein graues Pfeilschild sein muss. Das sehe ich bisher nicht. So. Zack. Okay, also bisher keine Spur von einem entsprechenden Secret Exit, so wie der gesagt hat. Zack. Wow. Da ist ein graues Pfeilschild. Auf dem Fragezeichenblock. Und hier ist einfach mal eine versteckte Tür. Ja, lustig. Naja, gut, aber das als Hinweis zu verstecken macht Sinn, weil von alleine würde da keine Sau drauf kommen. Ja, da muss man das wahrscheinlich so hochschleudern, weil anders kommt man ja nicht rein hin, ne? So. Okay, und jetzt gibt es hier irgendwie 3 Bonus-Level, die man machen kann. Das werden wir später tun. Erstmal werden wir hier Explosive Pond machen. Okay, die Bombe, die dich umgibt, wird explodieren, wenn du dich irgendwas Solides berührst. Bah! Okay, dann weiß ich jetzt das Gimmick. Dann weiß ich, was der meint hier. Okay, das ist fies. Ja, das sind halt allgemeine Schwimmtipps. Okay, wenn ich was Solide berühre, das heißt, dass ich Gegner berühren darf, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wenigstens die darf ich berühren. Das macht das Ganze zumindest minimal einfacher. Okay, das ist mies mit dem Pilz. Der ist ein bisschen mies gesetzt. Okay. Okay, da darf ich nicht zu früh nach rechts. Sonst macht's Bumm. Okay, und da hätte es eigentlich schon Bumm machen sollen. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt überlebt habe. Wahrscheinlich ist die Hitbox da ein bisschen großzügiger. Hm. Zack. Okay. Ja. Okay, die Yoshi-Coin ist ein bisschen mies gesetzt. Ich glaube, ich will sie jetzt hier trotzdem sammeln, weil das ist eine schöne Challenge und so. So, und hier muss man aufpassen. Und hier auch. Das war auch die Stelle, wo man nicht zu früh nach rechts durfte. Okay, ich glaube, das ist sogar am einfachsten. Nicht schwimmen, sondern einfach gehen. Ja, und auf sowas muss man auch aufpassen hier. Okay, es wäre aber noch schwieriger, wenn man keine Gegner mit der Bombe berühren dürfte.
Das wäre richtig hart dann. So. Zack. Wow, okay, das war die Stelle, wo wir eben verreckt sind. Jetzt beinahe schon wieder. So, die kriegt man auch eigentlich relativ einfach durchlaufen. Weiß nicht, warum ich da eben versucht habe zu schwimmen. Das kann nur in die Hose gehen. Boah. Zack, zack, zack. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Zack, 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 zack. So, damit hätten wir das geschafft und jetzt, are you fucking kidding me? Zwei Bomben. Okay. Aber immerhin habe ich jetzt sowas wie einen Midway Point hier geschafft. Okay, ich glaube, jetzt ist spätestens der Punkt, an dem es gerechtfertigt ist, sich nicht mehr um Yoshi-Münzen zu kümmern. Weil das ist jetzt fucking hart geworden hier. Man kommt nämlich kaum noch hier nach unten. Ja, hups. Okay, und wie man da nach unten kommen soll, weiß ich nicht. Ich mache jetzt ein Safe State, weil ich... Ja, genau, sowas. Ich habe jetzt keinen Bock auf Game Over und nochmal machen. Da muss ich jetzt die Notbremse ziehen. Also, wahrscheinlich will der, dass ich diese Coin auf diese Weise hole. Boah, ist das... Das ist aber richtig mies hier. Okay, die hatte eigentlich den Boden schon berührt. Keine Ahnung, warum ich das jetzt überlebt habe. Na gut, aber wenn ich keinen Gegner berühren würde, dürfte dann der hier wirklich die Kacke andampfen. Und da komme ich so nicht durch. So. Und da wäre die letzte Coin gewesen, die ist mir jetzt kackegal. Ich will einfach nur das Level beenden. Weil es mies ist, das Level. Beziehungsweise mies im Sinne von schwer. So. Okay, und jetzt machen wir noch ein Safe State. Wir haben das jetzt geschafft. Bowser's Castle, das ist das Final Level. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt hier hin und machen dann unser Bonuszeug erstmal. Bevor wir das Final Level machen, hallo und willkommen zum geheimen Spielplatz, auch als Ingame-Level-Editor. Was ist das, fragst du? In diesem Level bist du in der Lage, random Tiles somewhere zu setzen, indem du Select drückst. In einem Statusbar kannst du sehen, welches Teil platziert werden würde. Um Wert zu drücken, L und R. Ja, du kannst aber nicht einfach sagen, welcher Wert das Teil produziert. So, ja, es gibt 256 Werte von 0 bis FF. Jede Nummer höher als 0F wird nicht korrekt in der Statusbar anzeigen, weil ich faul war. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Wert höher als 0 das Spiel crashen wird. Welchen Spielplatz willst du nutzen? Grassland. Okay, und man kann das Level da von der Seite wechseln.
Okay, das ist jetzt irgendwie komisch, interessant hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Wenn ich Enter drücke, dann... Das passiert dann irgendwie komisch, ja. Teste das jetzt nochmal woanders. Okay. Okay, Select, um zu kreieren. Keine Ahnung, welcher Knopf das hier auf der Tastatur ist, den ich da drücken muss. Also wahrscheinlich Shift nicht. So, das müsste ich nochmal gucken, was das jetzt ist. Dann kann ich das irgendwie nachholen. Wobei, habe ich da irgendwas tatsächlich hingesetzt jetzt? Keine Ahnung, ich gehe jetzt erstmal hier hin. The Fluid Returns. Wenn wir bla bla bla, ja, vom Super Mario Sunshine. Ist jetzt auch in diesem Level. Drücke hoch, um nach oben zu fliegen. Wir können ja das Level erstmal machen und dann später halt anderes Zeug probieren. Ups. Ja. Diesen komischen Level Creator, da habe ich immer noch nicht gecheckt, was jetzt Selector auf meiner Tastatur ist. Würde das schon gerne in allen vier Settings zeigen. Hilfe. Zack. Wow. Ja, und dann kann man sich hier aufladen. Soweit bekannt. Zack. Ups, Hilfe. Jetzt leckt das wieder. Wow. Okay, und hier wieder aufladen, Hilfe. Zack, 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 zack. Okay, da weiß ich jetzt nicht, wie ich an dem Typen vorbeikommen soll. Ups. Vielleicht so. Sollte ich hier Yoshi haben? Ja, jetzt ist er plötzlich weggespawnt. Kann man machen. Zack. So. Hilfe. Zack. Okay, damit hätten wir das und jetzt haben wir hier ein FAQ. Hello there. Looks like you found the bonus world. Nicht nur enthält das neue Level, zwei neue Level zu spielen, ich sage dir auch etwas über den Hack selber. Was würdest du gerne wissen? Was ist die Story? Das ist eine lange Geschichte. Ein paar Monate, die ich ASM gelernt hatte, dachte ich dann, ich mache einen ganzen Hack mit ASM gemixt, wie Brutal Mario. Ja. Okay, also der hat das dann da wieder. Give it another try.
Das erste Gimmick war das limitierte Jump System. Zweiten Level, mehr Ideen, Level und Gimmick. Und es wandelte sich dann diesen Hack. Am Anfang wollte ich das Not So Brutal Mario nennen, aber dann kam Yoshamo mit einem besseren Namen. In den Initialen Strange Wissen sind ASM. Das ist die AD. Der Hackarme auf meinem PC ist immer noch NSMBM, nennt sich immer noch. Das größte Ganze ist die Bonuswelt, welche du gefunden hast. Das andere Level, das in Secret Exa, ist der Colorful Coin Palace. Es gibt Monde im ersten und dritten Level. Die im dritten habe ich. Puzzles habe ich auch. Ob eine Fortsetzung geben wird? Wahrscheinlich nicht. Habe ein paar mehr Ideen, aber ich möchte nicht mit mehreren Hacks da auf einmal beschäftigt sein. So. Okay. Definitiv nicht, aber The Flood and Playing Yoshi System if People Want Me To. Ich weiß nicht, ob ich letztes zu reproduzieren bereit bin. Ich kann nicht, welche Hex-Edits ich gemacht habe. Ich habe das Greenscrolling Doors von der dritten Welt SMB Central geöffnet hier. Also das heißt Leave. Ja. Im nächsten Part werden wir uns nochmal das hier angucken. Ich muss jetzt nochmal bei meiner Tastatur angucken, was jetzt Select ist. Ja, und dann machen wir das Final Cast. Bis dann. Ciao.